Ihr seid's wieder. Cool, dass ihr da seid. Heute geht's hier um das stille Örtchen. Viel Spaß dabei. Can't believe that he just did. Some things he will never forget. Good decisions he made are rare in his life. Consequences will pimp his life. Completely new beginning, giving me a high five. I bet I can, I never thought she'd let him away. And now he's standing there with a look of happiness. Oh baby, yeah, how much effort we've put inside. Now he's gone, left her on the second floor. Ja, wie eben schon gesagt, geht's heute hier um das stille Örtchen oder das Klo bzw. dessen Verpackung. Ich habe die ganze Zeit so eine mehr oder weniger sehr improvisierte Trenntoilettenlösung gehabt, die ich euch jetzt wirklich nicht zeigen möchte. Habe mich dann aber irgendwann doch für so ein Potta-Potti entschieden. Allerdings benutze ich das mit Solbio. Das ist ein rein natürliches Produkt. Das ist nur ätherische Öle und natürliche so Seifenbestandteile und sowas drin. Das kann man also rein theoretisch auch überall in normalen Ausguss kippen oder sowas. Natürlich jetzt nicht unbedingt in Natur, das sollte man sowieso nicht machen. Aber dennoch hatte ich dann eben immer dieses Potta-Potti und das ist ja nicht wirklich schön. Das war dann im Kofferraum, wenn man es gebraucht hat, musste man es hinten rum holen gehen. Und ich habe die ganze Zeit nach einer Lösung gesucht, wie ich das im Auto unterbringen kann, ohne dass es mich stört. Und habe mir jetzt überlegt, das habe ich ja beim letzten Mal schon freigeräumt, hier wo diese ganzen Stühle und sowas immer hinter dem Fahrersitz waren, da kommt jetzt sowas hin wie ein Hocker, wo dieses Potta-Potti rein kann und dann ist das schön sauber unter und es erspart mir auch zum Spülen und sowas diesen Hocker, den ich da euch schon mal vor einiger Zeit gezeigt habe, auf den ich mich dann da immer gesetzt habe, der ja so wackelig war und das war alles nicht so tolle und deswegen habe ich jetzt halt eine Lösung gefunden. Es gibt verschiedene andere Lösungen noch auch zu kaufen, genauso wie die Lösung, die ich jetzt selbst gebaut habe. Die kann man auch fertig kaufen, aber meiner Meinung nach lange nicht so schön. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Bastelbude. Dort zeige ich euch mal, was es so gibt und wie ich auf die Idee gekommen bin. Viel Spaß dabei. So, jetzt seht ihr, das ist also das erste Teil, was ich mir eigentlich ausgesucht hatte. Das ist nur so ein Überzieher, den man so über die Toilette drüber zieht. Und ist prinzipiell eigentlich auch cool, weil ich mir dachte, ich hätte ja gerne eine Lösung, wie ich das Ding dann sonst auch als Hocker nutzen kann. Problem ist halt nur in meinem Bus, ich habe ja im Boden diese rechteckigen Erhebungen, wo dann in der Mitte dieser Einlass ist, in dem man die Sitze halt festmacht. Ich habe das ja bewusst so gelassen, dass ich auch diese Sitze nochmal einbauen könnte. Da ist halt das Problem, dass dieses Potta-Potti einfach nicht richtig steht. Also da muss man halt schon echt zirkeln, dass das richtig stehen bleibt. Und dann eben auch zum Benutzen von dem Ding ist das halt wirklich schwierig. Jetzt habe ich mir erstmal überlegt, ich mache mir unten drunter einfach eine Platte mit einer Erhöhung oder sonst was. Aber auch das ist ja alles irgendwie mehr so gebastelt und nicht so, wie es sein soll. Zumal das dann ja eventuell runterrutscht, da hätte man es noch festmachen müssen. Alles nicht ganz so optimal. Dann habe ich aber was anderes gefunden, nämlich das hier. Das finde ich richtig genial. Ist allerdings so eine kunststoffbeschichtete Multiplexplatte. Vielleicht ist es sogar nur so eine Pressspanplatte, wo halt an der Kante entsprechend dann eben diese Verleimer drauf kommen, dass es halt aussieht, als wäre es Multiplex, da bin ich mir gar nicht so sicher. Denn wenn ich gucke, was das wiegt über 10 Kilo. Und wenn ich dann meins, was ich im Endeffekt daraus gebaut habe, und jetzt wisst ihr auch schon, wo die Reise hingeht, wiegt, dann bin ich fast davon überzeugt, dass es sich hier nur um Spanplatte handeln kann. Und das ist ja eher ein Mistmaterial eigentlich für Möbel zu bauen. Und dann eben auch noch diesen immensen Preis finde ich echt dann schon happig. Aber gut, sei es drum. Ich finde an dem Ding hier, auch wenn ich es generell ganz cool finde, so wie es ist, schon noch so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Und zwar einmal hier vorne dieses Loch, dieser Ausschnitt, der ist halt dem geschuldet, dass man das WC, wenn man es halt benutzt, ist ja ein Schieber unten, der halt dann im Prinzip aufmacht, dass halt eine Verbindung von der eigentlichen Schüssel zum Fäkaltank halt stattfindet. Und da muss man halt eben vorne diesen Schieber rausziehen, dafür haben die halt dieses Loch reingemacht. Und halt oben diesen Deckel halt. Ich habe mir dann halt nur überlegt, irgendwie hast du dann halt hier vorne sowieso schon halt diesen Abstand da von der eigentlichen Toilette zu diesem Kasten halt noch. Und ob das dann halt wirklich so vom Sitzen her so gut passt, da muss halt unten dieses Loch noch exakt sitzen. Heißt,
das Potta-Potti steht ja da im Prinzip nur drin, das ist ja nicht festgemacht. Das heißt, durch diese, das ist ja nicht komplett eckig, das hat ja so eine leichte Abrundung an allen vier Seiten. Heißt also, das dreht sich immer so ein kleines bisschen. Das heißt, man muss das dann immer zurechtdrehen, bis halt überhaupt dieser Schieber dahin passt. Und außerdem, wie gesagt, stört mich halt, dass hier vorne an dieses Brett noch im Weg ist, auch zum Rausnehmen, weil wenn dieses Tankding halt voll ist, dann wiegt das ja mal locker 20, 25 Kilo. Und dann muss man das hier rauszirkeln und raushiefen und das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich mir eine Lösung überlegt, dass halt dieser Deckel hier oben nochmal ein Scharnier hat und im Prinzip dieses Teil hier komplett mit hochgeklappt wird und dann einfach nach unten klappt und hängt dann hinter dem eigentlichen Deckel von der Toilette. Und somit hat man auch das Problem hier unten gelöst, denn dieser Schieber ist dann komplett frei. Man kann ihn einfach zwischen den Beinen rausziehen und gut ist. Und das nächste ist halt hier unten, ich nehme nochmal die Seitenansicht, ist das hier halt auch komplett geschlossen. Heißt, ich habe das gleiche Problem, als wenn ich das Potta-Potti alleine ins Auto stelle. Und deswegen habe ich mir halt eine Lösung überlegt, erstmal hier noch einen Zwischenboden eingezogen, dass das Potta-Potti so etwa, ich glaube, 3 oder 4 Zentimeter über dem Boden ist. Ist dann auch von der Sitzhöhe wesentlich praktischer und besser. Und hier unten habe ich mir einfach solche Ausschnitte gemacht, dass die Standfläche im Prinzip nur hier über Eck ist, an allen vier Ecken, das reicht vollkommen aus. Und man kann es fast überall im Auto hinstellen, weil es dann immer wieder passt von diesen Aussparungen halt. Also diese Dinger sind, glaube ich, 2 Zentimeter hoch, ich habe ein bisschen mehr Platz gelassen halt. Ich glaube 2,5 oder 3 Zentimeter Platz, von der passt es wunderbar und kann jetzt super im Auto stehen. Und dann habe ich auch noch die Seitenteile ein bisschen länger nach vorne und hinten gemacht als die anderen Teile, dass das so ein bisschen übersteht. Das gibt eine schönere Optik. Und ich habe ja die Seitenteile auch mit Mahagoni-Sperrholz gemacht und dann mit Bootslack hochglänzend lackiert. Das sieht auch nochmal viel, viel wertiger aus als hier dieses beschichtete Plastik. Und wenn ich mir den Preis so angucke, also wenn ich jetzt alles hochrechne, komme ich vielleicht auf 100, 120 Euro mit Lacken, wobei die Lacke ich ja zum Teil noch über habe. Also wenn man es ganz genau nimmt, kommt man wahrscheinlich noch nicht mal auf den halben Preis von dem hier. Hat es viel, viel leichter, also man zwiegt etwa die Hälfte von dem hier. Und ihr habt halt ein viel, viel hochwertigeres Material, wenn ihr Vollholz nimmt, als dieses, im Prinzip Abfallprodukt-Spanplatte. Ja, so viel dazu. Ich zeige euch jetzt mal noch eine kleine Skizze, wie ich mir das genau vorstelle. Und dann geht's ab in die Bastelbude. Also man sieht hier schon sehr, sehr gut, dass die Seitenteile ein bisschen überstehen. Ich meine, das ist jetzt natürlich nur eine Skizze. Aber hier kann man ganz gut erkennen, was ich eben versucht habe, schon so ein bisschen nur mit Worten und hektischen Mauszeigerbewegungen zu zeigen. Vorne an der Seite sieht man jetzt auch schon sehr, sehr gut die Aussparung und das untere Teil mit dem, was nachher zum Hochklappen ist. An der Seite die beiden Teile werden aus Mahagoni-Sperrholz gemacht und das andere wird grau lackiert, dass es zum Rest vom Auto passt. Ja, hier sieht man jetzt schon mal die ersten Vorarbeiten der Seitenteile. Und zwar erstmal ganz, ganz gründlich abschleifen und nachher alles wieder schön, schön sauber machen mit dem Staubsauger. Was man jetzt hier nicht sieht, ich habe das noch kurz mit einem feuchten Tuch abgewaschen und nochmal trocknen lassen. Jetzt kommt schon der erste Anstrich mit Bootslack. Bootslack kommt selbstverständlich direkt aufs Holz, weil ja nachher die Holzmaserung zu sehen sein soll. Und dieser Bootslack bringt auch die Farbe vom Holz ziemlich cool zum Ausdruck. Also es gibt dann dieses Matte wird halt durch den glänzenden Auftrag von diesem Lack, ja, kommen so alle Farben raus, die man eigentlich im Holz gar nicht so sieht. Jetzt dieses Mahagoni-Sperrholz, das hat so einen richtig schönen, das seht ihr gleich noch, so einen richtig, richtig schillernden Gold-Rot-Braun-Ton. Jetzt seht ihr auch, ich habe es dann erstmal 24 Stunden nach dem ersten Lacken trocknen lassen. Danach kann man es halt weiterverarbeiten und danach kommt erstmal wieder Schleifen, weil der erste Lackauftrag bei dem Holz natürlich so diese Faser ein bisschen aufstellt, dann kriegt man nie eine glatte Oberfläche hin. Deswegen muss man das nach dem ersten Lacken nochmal abschleifen und dann kommen halt die weiteren Lacke drauf. Insgesamt waren es 3 Lackschichten, die ich gemacht habe. 2 hätten wahrscheinlich auch gereicht, aber ich wollte echt auf Nummer sicher gehen und das Ergebnis spricht eigentlich auch für sich. Ja, dann seht ihr halt wieder 24 Stunden warten. Ja, und das ist dann so das erste Ergebnis.
ich denke, das kann man echt sehen lassen. Also ich finde es auf jeden Fall fantastisch schön. Auch das Holz ist wirklich wunderschön. Ich bin echt froh, dass ich das Geld investiert habe. Es war ungefähr 1,6 mal so teuer wie normales Sperrholz. Aber es hat sich auf jeden Fall rentiert. So, die anderen Teile habe ich natürlich grau lackiert. Klar, das zeige ich jetzt nicht, weil das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Auch da solltet ihr hingehen nach dem ersten Lacken, wenn ihr direkt auf Holz ohne Grundierung streicht. Wenn ihr direkt auf das Holz ohne Grundierung lackiert, sollt ihr auch erst nochmal abschleifen. Wobei die Farbe matt ist, da ist es nicht ganz so dramatisch. Ja, ich bin da jetzt, wie man sieht, hier hingegangen und habe halt die ganzen Teile entsprechend, wie sie zusammenkommen, mit Weißleim zusammengeklebt. Die inneren Teile hatte ich schon, das sieht man jetzt hier natürlich nicht, man sieht, dass sie schon fertig sind. Die hatte ich schon zusammengeklebt und entsprechend, wie man es jetzt hier gleich sehen wird, dann auch beschwert, dass halt eine schöne Verbindung zustande kommt. Ja, und dann halt wie gesagt mit etwas Schwerem halt belasten, dass halt das richtig fest zusammengedrückt wird und dann entsprechend nochmal trocknen lassen, bis der Leim halt ausgetrocknet ist. Und für die, die sich jetzt vielleicht wundern, das reicht vollkommen. Also ich weiß nicht, wenn ihr noch nicht mit Holz viel oder mit Weißleim viel gearbeitet habt, also man braucht da keine Schraube oder sonst irgendwas, das hält wirklich sehr, sehr gut. Also es gibt eine Verbindung, als wäre das schon immer zusammen gewesen. Also normales Körpergewicht, auch von noch so schweren Leuten, bringt es nicht zum Auseinanderbrechen. Also da könnt ihr euch ruhig draufsetzen, aber da passiert gar nichts. Nächster Schritt ist das Epoxidharz. Und zwar hat man ja eben noch gesehen, an der unteren Seite von dem Hocker, war das Holz noch nackig und innen drin eben genauso. Und ich habe mir überlegt, ich lackiere das komplett mit Epoxy, weil Epoxy ist halt 100%ig wasserdicht. Da kann also nichts passieren, denn gerade hier drin ist ja dieses Potapotti. Normalerweise passiert da nichts, aber da könnte ja immer mal irgendwas austreten. Und da ist ja, also ich benutze zwar keine Chemie, aber das könnte man ja auch. Und wenn ihr da Chemie drin habt, wird ihr das garantiertes Holz angreifen. Und wenn das halt tatsächlich mit Epoxy beschichtet ist, kann da gar nichts passieren. Und da ich genug hatte, habe ich gedacht, ich mache es dann auch von unten so. Dann kann da gar nichts passieren. Also außenrum ist ja dieser Bootslack, beziehungsweise der graue Lack auf den Außenflächen von dem inneren Teil. Und der Rest wird einfach mit Epoxidharz, das ist auch transparent, matt allerdings. Hier sieht es natürlich glänzend aus, wenn es noch nass ist, aber wenn es nachher durchgetrocknet ist, ist das ganz matt. Und das ist auf jeden Fall 100% dicht, damit arbeitet man ja bei Booten halt auch. Dann hier sieht man halt die Innenseite der Deckelteile, die habe ich dann eben auch noch mit Epoxy beschichtet. Ja, und dann, ihr könnt es euch denken, kommt wieder trocknen. Hier sogar 5 Tage, das ist die Durchtrocknungszeit von dem Epoxy. Ich habe es allerdings noch ein bisschen länger gemacht, auch bei den anderen Sachen. Ich habe euch jetzt hier nur die Zeiten halt angegeben, die vorgegeben sind. Aber das war gerade in der Zeit, wo es hier über 40 Grad war und da trocknet der beste Lack nicht richtig durch. Also es hat echt ewig gedauert, bis der richtig trocken war, dass man nochmal anfassen konnte, ohne dass noch ein bisschen Abrieb oder sonst was war. Und ja, jetzt seht ihr schon hier den finalen Zusammenbau. Ich hatte das natürlich vorher schon probiert, aber hier jetzt nochmal die Stellprobe mit dem Potapotti. Jetzt kommen die beiden Deckel mit den Wandscharnieren dran. Das sind auch so Scharniere, die ihr auch für Oberklappen von Schränken nutzen könnt. Die halten halt auch selbst offen. So, nochmal sicherheitshalber passt. Jetzt hatte ich mir überlegt, wie mache ich vorne diesen Verschluss. Erst wollte ich Magnete machen, die wären dann aber auch mal im Weg gewesen. Und haben mir dann tatsächlich durch einen Zufall im Baumarkt gesehen, es gibt ja so Haarprofile aus Aluminium. Die habe ich mir entsprechend gekürzt. Und so kann man es einfach reinsetzen. Es passt 100% und sieht auch noch gut aus. Jetzt kommt vorne noch so ein Einlassgriff rein. Man hätte auch das Loch lassen können, aber mit so einem kleinen Edelstahlgriff, den ich auch noch relativ günstig bekommen habe, sieht es natürlich nochmal ein kleines bisschen edler aus. Ja, hier das endgültige Ergebnis. Ja, und jetzt kommt noch das Kissen. Habe ich auch, wie gesagt, aus dem Bootszubehör. Ist also auch seewasserbeständig und abwaschbar und sowas. Ich finde eigentlich, das Ergebnis ist viel, viel geiler als das Original und es war preisgünstiger. Ja, ihr habt also gesehen, man kann im Prinzip alles, was man auch im Internet findet, selbst bauen. Und ich finde meine Lösung
Natürlich mag das Geschmackssache sein, das könnt ihr jetzt vielleicht anders sehen, aber ich finde sie viel, viel schöner als das, was man für viel, viel mehr Geld zu kaufen bekommt. Und genau in diesem selben Style würde ich halt auch gerne noch die Türen von den Schränken verändern. Das wird auch noch kommen. Leider kamen mir in der Vergangenheit wieder viele, viele andere Sachen dazwischen, wie es oft so ist. Zum einen halt das Reisevideo nach Klein-Plirsdorf, das seht ihr auch demnächst. Da kommt auch passend dazu noch ein schriftlicher Artikel im Online-Magazin des Caravan-Salon Düsseldorf dazu. Das werde ich aber dann nochmal ankündigen, das seht ihr dann alles parallel. Aber das Thema Toilette und Badezimmer und sowas wird auch demnächst nochmal neu aufgegriffen. Zum einen natürlich von meinem Projekt Wohnwagen, das ja auch noch so mehr oder weniger im Hintergrund läuft, wo ich noch nichts davon gezeigt habe. Da ist aber schon was passiert. Und dann kam die Tage noch ein Freund von mir und hat mir noch ein Wohnmobil auf den Hof gestellt, in Anführungszeichen. Hab ja keinen Hof, aber jedenfalls gebracht. Und eigentlich sollte das Wohnmobil nur so ein kleines bisschen sauber und aufgehübscht werden, aber leider hat sich jetzt beim ersten Tag angucken schon gezeigt, dass da doch noch einiges mehr zu tun ist, als wir gedacht haben. Und ja, das werden wir jetzt demnächst machen. Also könnt ihr euch darauf auch freuen. Das wird dann auch schon hier auf dem Kanal mal zu sehen sein. Also gibt es jetzt insgesamt 3 Projekte. Einmal den Bulli, einmal den Wohnwagen und einmal das Wohnmobil. Das ist auch so ein ganz, ganz schönes altes Wohnmobil. So ein Fiat Ducato aus den 80ern im Prinzip noch. Und ja, das ist irgendwie so ein Auto aus meiner Kindheit. Also ich finde den richtig cool und der fährt sich wie ein LKW, der hört sich an wie ein LKW. Also es ist schon ein ganz, ganz cooles Teil. Und ja, der hat auch viele, viele ganz tolle Sachen, die ich in einem Wohnmobil so entweder noch gar nicht gesehen habe oder nur bei richtig, richtig teuren Dingen. Also da könnt ihr euch echt drauf freuen, da gibt es wirklich was zu sehen. Und ich glaube, wenn der nachher fertig ist, ist der richtig geil. Da freue ich mich echt schon drauf. Ja, das war's jetzt aber wieder für heute. Ich werde jetzt mal noch, naja, wisst schon, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.